So, jetzt muss ich noch den Motorcontroller programmieren. Blinken noch rot, das heißt, es gibt noch irgendeinen Fehler. So, jetzt habe ich den Motorcontroller richtig eingestellt und jetzt laufen auch beide synchron. Na, das eine Rad dreht noch ein bisschen länger nach, aber ich glaube, das liegt eher an der Scheibenbremse, dass die noch ein bisschen schleift. Die Parameter sind jedenfalls exakt identisch eingestellt bei beiden Controllern. Und jetzt mache ich gleich meine erste Probefahrt. Das war doch mal eine tolle erste Probefahrt. Hat alles soweit richtig gut funktioniert. Ein paar Sachen gibt es halt schon noch zu verbessern. Also mit der Bremswirkung bin ich noch nicht ganz zufrieden. Die könnte noch stärker sein. Natürlich die Motorbremse, die ist jetzt auch noch gar nicht angeschlossen. Das muss ich alles noch ändern und dann halt entsprechend ja, die Motorbremse noch anschließen. Was war noch? Ja, die Lenkung. Die Lenkung ist sehr empfindlich. Also so bei höherer Geschwindigkeit reagiert die so empfindlich, also das ist mir zu viel. Da muss ich wohl auch noch den Hebelarm ein bisschen ändern an der Anlenkung. Und ja, ansonsten, wenn man halt auf der Stelle rangieren will, dann könnte es natürlich noch ein bisschen mehr Lenkeinschlag haben. Aber gut, da muss man dann mit den Füßen ein bisschen nachhelfen. Rückwärtsgang kommt dann demnächst auch noch. Also das ist jetzt wirklich alles mit heißer Nadel gestrickt und dafür fährt das jetzt schon richtig, richtig gut.